Creepy. Ah, du bist Moral. Okay, gut. Soll ich dich dann lieber Moral oder eher Creepy nennen? Also, mir fällt es leichter, euch wahrscheinlich beim Twitch-Name zu nennen. Weil ich bin manchmal ein bisschen sehr vergesslicher Mensch. Kannst du nochmal Uwu für Lina machen? Lina, nur für dich. Diese Entscheidung liegt frei bei dir. Gut, dann nenne ich dich Creepy ab sofort. Nenn ihn Creepy Guy, ist schon okay. Woo! So nice, und ich glaube, ich erstelle mir einen neuen oder spiele was anderes. Aber extrem cool gewesen. Dir noch viel Spaß. Dark, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass du im nächsten Stream auch wieder dabei bist. Und hau rein! Creepy, danke dir für deinen Follow. Ja, ich muss noch sagen, mir wurde heute offiziell das Patent übertragen, dass ich euch alle ihr Wackler nennen darf. Oder Wacklerinnen. Aus dem Grund, weil Wackelmütze. Und heute hat ein Clip erstellt. Uwu für Lina. Panda, Ehre. Ehre. Das muss ich mal direkt angucken. Kannst du nochmal Uwu für Lina machen? Lina, nur für dich. Kannst du nochmal Uwu? Zu gut. Also ist das nun das Wackel. Also ist das nun die Wackel-Community. Ihr seid ab sofort offiziell die Wackel-Community. Genau. Ich merke gerade übrigens, dass mein Headset ein bisschen übersteuert hat bei diesem Uwu. Ich bin da gerade leider noch dran, weil ich habe da zurzeit wieder so ein bisschen Soundprobleme. Dass eben mein Mikrofon diese lauten Töne auch mit aufnimmt. Ich habe da schon so einen Kompressor, heißt es, reingemacht. Der heißt eben, dass der meine zu hohen Töne, die eigentlich übersteuern, runterdrosselt. Aber das funktioniert teilweise so krass, dass die hohen Töne nur noch ganz, ganz leise rauskommen. Und da muss ich mich echt mal noch reinfuchsen, weil Sound einstellen, also ich muss sagen, das ist echt die Meisterprüfung beim Stream. Ich kann auch noch, ich kann es jetzt mal so probieren. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt den Unterschied merkt. Ich habe jetzt so einen Equalizer, heißt das Ganze, auf meine Stimme gemacht, dass ich einfach ein bisschen mehr Bass, sage ich mal, in meiner Stimme habe. Aber auch das, habe ich gemerkt, führt leider teilweise dazu, dass manche Töne, zum Beispiel gerade vor allem diese S-Töne, werden da manchmal gern irgendwie brutal runtergedrosselt. Und daher bin ich da gerade wieder am Suchen, wie ich was optimieren kann. Alles gut, klang super. Sehr schön. Wick, wiggle. Panda, auch dir ein Uwu. Dankeschön für dein Follow. Miura, ich vermute, dass du wahrscheinlich diese Lina sein wirst. Auch für dich nochmal. Willkommen in der Wackelgang. Die Wackelgang, zu gut. Feier ich. Das ist schön. Yep, sehr nice. Feier ich einfach. Also ich muss echt sagen, es freut mich, wenn ich sowas einfach lese, wenn ich positive Rückmeldungen von euch bekomme. Macht mich echt super mega glücklich und im Prinzip genau das will ich erreichen. Und wenn ich sowas schaffe, kann ich abends gut schlafen. Kann ich so oder so, aber es ist wirklich ein befriedigendes Gefühl, wenn man weiß, man unterhält Leute, sei es nur mit so einem Quatsch, was ich vielleicht jetzt mache. Ich bin kein Pro-Gamer, ich bin kein, was weiß ich was, der vielleicht die perfekte Aussprache hat oder wie auch immer. Aber ich bin einfach, wenn ich Leute unterhalten kann, egal, sei es drum, wie ich aussehe, wie ich spiele, wie ich klinge oder sonst irgendwas, wenn ich einfach Leute unterhalte, habe ich doch alles erreicht, oder?
Oh, wir sind hier schon fertig mit dieser Aufgabe. Huch. Ich habe manchmal das Talent, ich klopp hier ewig rum, bin aber schon längst fertig mit den ganzen Aufgaben. Zwei neue Aufgaben gibt es hier einmal. Und dann dürfte echt nicht mehr viel fehlen, dann müssten wir wirklich bald zu den Dungeons kommen. Also heute sind wir auf jeden Fall echt schon wieder relativ lange on. Also um 9 haben wir gestartet. Hatten zwischendrin leider kurz mal eine Zwangspause. Aufgrund von Internetproblemen. Aber bei mir auch so, weil wir noch einen Kopf die alten Sachen hatten. Es gab glaube ich mal einen Patch, alle Quests bis Level 90 verringerte Anforderungen bekommen haben. Kann sein, also es kann tatsächlich sein, Domi, wie du meinst, dass die Anforderungen vielleicht ein bisschen runtergedrosselt wurden. Ich glaube, damals ging es tatsächlich echt länger, das Leveln. Da muss ich dir echt zustimmen. Dark, du hast geschrieben, ich glaube, ich streame Aura Kingdom auch einfach aus geiler Laune und Feeling und wegen Sonsex. Jetzt werde ich ja bald noch rot. So viel Lob heute. Vielen lieben Dank. Darauf habe ich mit Aura Bock. Also, falls es dir Bock macht, wenn dir sowas liegt oder so, wenn du keine Scheu hast, du musst ja nicht mal unbedingt mit Facecam oder so machen. Ich persönlich, ich mache das einfach gerade so, weil ich versuche das Ganze einfach auf... Ich bin einfach ein Quatschkopf, sage ich mal. Ich war immer der Clown in der Schule und ich bin ein Mensch. Ich mache mich gern zum Affen für andere, damit andere was zum Lachen haben. Ich habe im Prinzip keine Hemmschwelle oder sonst irgendwas. Ihr habt es vorhin gemerkt, ich habe einen Song gesungen. Ja, wie gesagt, meine Hemmschwelle, die ist ganz, ganz weit im Keller. Also nahezu gefühlt nicht vorhanden. Und ich sage immer so, weißt, wenn es Leuten nicht gefällt oder so, sollen sie einfach wegschalten. Klar, man muss manchmal vielleicht auch mit Kritik oder so klarkommen. Es gibt immer Leute, die einen nicht mögen. Müssen es ja auch nicht. Also nicht jeder muss mich mögen. Aber wenn ich einfach ein paar Leute habe, wo... sagen, den Typ finde ich cool, den Typ schaue ich, der unterhält mich. Alles erreicht, würde ich sagen. Alles erreicht. Manche Leute machen ja 24 Stunden Stream. Erika, das stimmt. Ob es bei mir sowas jemals geben wird, ich weiß es nicht. Höchstens mal, wenn ich vielleicht Urlaub habe. Wie gesagt, bei mir Problem. Ich habe einen Vollzeitjob nebenher. Ich habe 2 Hunde daheim. Ich habe eine Freundin daheim und mein Wochenende ist eben von Freitag 13 Uhr bis ja, Sonntagabend. Und unter der Woche, klar, schaffe ich sowas nicht 24 Stunden und wenn, dann müsste ich das Ganze irgendwie... An einem Freitagabend werde ich es nicht schaffen, weil ich an dem Tag arbeiten war, bin wahrscheinlich noch von der Woche kaputt. An einem Samstag ist halt wieder so, ich versuche da halt auch gerne noch was mit Freunden oder so zu unternehmen, sofern es natürlich alles Corona zulässt derzeit. Und sonntags, gut, da ist wieder klar, da muss ich, also klar, von Samstag auf Sonntag wäre irgendwie möglich, aber ich habe eben so ein Ritual, oder ich und meine Freunde haben so ein Ritual, dass wir die Hundebesitzer, wo wir unsere Hunde herhaben, besuchen wir spätestens alle 2 Wochen immer, damit die Hunde einfach Kontakt zu den Eltern noch beibehalten und damit unsere Hunde einfach auch Kontakt zu anderen Hunden allgemein bekommen. Weil wir wollen halt unsere Hunde nicht irgendwie so erziehen, dass die nur für sich sind, sondern auch wir wollen unsere Hunde sozialisieren mit anderen Hunden. Und ja, das sind halt immer so Schwierigkeiten. Wenn ich sowas schaffe, einen 24-Stunden-Stream, wenn dann am Wochenende, während ich Urlaub habe, also, das wäre wahrscheinlich frühestens erst wieder Anfang August. Also ob es sowas gibt, weiß ich noch nicht. Ich würde mich vielleicht, wenn überhaupt, erstmal so mit einem 12-Stunden-Stream oder so rantasten, weil ich weiß auch nicht, wie krass anstrengend das sein wird. Wenn ich halt allein schon denke, mein Rekord liegt bisher bei, ich glaube, 5,5 Stunden und ich war danach wirklich matsch.
Ich bin halt ein Typ, ich kann brutal viel reden. Ich bin manchmal wie so ein offenes Buch, wo einfach hier bam, 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 alles hier dahin labert. Und da müsste ich mich, glaube wirklich gut eindecken mit Kaffee, Energy, alles, was einen so fit hält oder was die Psyche fit hält. Tommy hat noch geschrieben, ist in den Patch-Notizen drin. Okay, gut, dann liegt es tatsächlich daran. Genau das ist, was ich geil an dir finde, dass du keine Hemmschwelle hast. Ist so, also ich glaube, das ist wirklich was mich einfach ausmacht, dass ich einfach so ein Kasper nächstes Mal bin. Und so soll es doch sein. Unterhaltung eben. Du bist ehrlich. Solange du gesund bist und zufrieden mit dir und deinem Leben, bist du glücklich. Bist mit den Menschen, die dich lieben und die dich akzeptieren, ist es scheißegal, was man über dich denkt. Du hast hier im Stream geile Zuschauer, die deine Art feiern. Du hast einen geilen Charakter, bist super sympathisch, mach worauf du immer Bock hast. Wenn jemand etwas nicht passt, bye, auf Wiedersehen. Dein Stream ist extrem interessant und es macht Spaß, mit dabei zu sein. Dark, wir kommen bald echt noch die Tränen heute, also für dieses Lob wirklich, oh, da bin ich sprachlos, also vielen, vielen lieben Dank, das erwärmt mein Herz wirklich, also sowas zu lesen, Dark, wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, heute kann ich wirklich so gut wie nach noch keinem Stream schlafen, also ich habe heute so viele neue Leute kennengelernt. Einfach so viel Sympathie und die Leute, sie schreiben, sie interagieren mit mir einfach, wie gesagt, und es ist einfach top. Also, das heute würde ich wirklich als schon den perfekten Stream eigentlich betiteln. Wir haben Spaß, wir sind locker drauf, wir lernen neue Leute kennen, wir bauen wirklich gerade immer mehr eine Community auf und es werden von Mal zu Mal immer mehr und boah, also Twitch ist Tinder 2.0. Nur mit dem Hintergrund, dass ich auf Twitch nicht irgendwie auf Partnersuche gehe. Ich bin glücklich vergeben und sowas muss nicht sein. Also es ist, sagen wir mal, Tinder ohne den Hintergedanke zu haben, irgendwie einen Partner zu suchen, sag ich mal. Also Leute kennenzulernen, sowas, ja. Also ich glaube, Tinder ist schon mehr so Dating-App, oder nicht? Du bist genau wie ich. Ich kann auch reden bis zum geht nicht mehr. Ja, also auf der Arbeit, wo ich noch, ich habe mal eine Zeit lang im Baumarkt gearbeitet als Berater. Und Leute, das ist mir wirklich gelegen. Also ich konnte wirklich den Leuten das Zeug schmackhaft reden, aber auch gut ausreden, wenn ich, weil ich bin so, ich bin ehrlicher Mensch. Und wenn ich persönlich etwas im Sortiment hatte, was ich persönlich meiner Meinung nach beschissen finde, habe ich den Leuten auch gesagt, lass die Finger davon, du wirst nicht glücklich, auch wenn es 5 Euro weniger kostet. Ich habe das natürlich auch bei den teuren Produkten gesagt, also wenn die Leute mal das teure Produkt wollen, weil sie gesagt haben, ja, es kostet mehr, also muss es besser sein, habe ich gesagt, ist Schwachsinn, also nicht alles, was teurer ist, ist unbedingt gut. Durch das, dass ich eben relativ lange mit dieser ganzen Ware mich auseinandersetzen konnte, wusste ich im Großen und Ganzen, was sind häufig irgendwie Reklamen, Retouren, wie auch immer, Bemängel oder Mängel an Ware XY. Und ich war der Typ, ich habe den Leuten das offen und ehrlich ins Gesicht gesagt, kaufen oder nicht kaufen. Also, wenn es gut war, habe ich gesagt gut. Wenn es schlecht war, habe ich gesagt schlecht. Also ich finde, sowas gehört einfach auch dazu und ich habe dann wirklich auch im Verkauf war das, ich habe irgendwann so eine Kunden, so einen Stammkundenbaum wirklich schon bei mir gehabt, wo wirklich, weil ich habe in der Sanitärabteilung gearbeitet, weil ich eben hauptberuflich Gas aus der Scheiße bin, wollte ich eben in der Materie bleiben, bin dann irgendwann im Baumarkt, wie gesagt, in die Sanitärabteilung und hatte dann natürlich schon relativ gute Vorkenntnisse, auch in der Praxis natürlich, wie Produkte sind und hin und her. War auch auf diversen Schulungen, wo ich dann einfach mich mit den Produkten noch intensiver auseinandersetzen konnte. Habe ich voll den Faden verloren, aber Erika, wie du schreibst, teuer ist nicht immer besser. Es ist tatsächlich so. Natürlich, es gibt auch Sachen, die billig sind, die der größte Schrott sind. Das gibt es natürlich auch, klar.
Muss ich auch sagen, aber teuer ist tatsächlich nicht immer gut. Und da müsst ihr auch mal ganz genau drauf achten, wenn ihr ein Produkt in der Finger habt. Zum Beispiel deutsche Hersteller, wie zum Beispiel im Sanitärbereich, Grohe, Hansgrohe, vielleicht kennt es der eine oder andere. Wenn ihr euren Wasserhahn von daheim mal anguckt oder eure Duscharmatur. Hansa, Grohe, Hansgrohe sind da einfach ganz, ganz große oder ideal Standard. Werden teilweise, wenn ihr das bei Fachmärkten kauft, teilweise, nicht alle, muss ich auch dazu sagen, in Deutschland hergestellt. Aber viele Kleinteile von dem Ganzen werden irgendwo im Ausland günstig produziert und unter dem Markenname teuer verkauft. Das ist natürlich auch so. Und bei uns war es eben so im Baumarkt so, ich nenne nicht den Namen, in welchem Baumarkt ich gearbeitet habe, aber bei uns war das so, wir hatten auch Marken, deutsche Markenherrscher, wie zum Beispiel Grohe oder Hansgrohe. Wenn du aber auf die Verpackung hinten drauf geschaut hast, da stand dann nicht Made in Germany dran, da stand dann Made in Thailand oder Made in, was weiß ich, Made in Fernost. Also daher, da müsst ihr echt auch drauf achten, wenn ihr irgendwas kauft oder so. Ich meine, die Dinger, die waren nicht schlecht, das will ich jetzt nicht sagen. Aber, was ich halt damit sagen will, es gibt auch günstige Produkte, wo trotzdem gut sind. Und vielleicht unter die gleichen Umstände hergestellt wird oder vielleicht sogar im gleichen Werk, nur unter einem anderen Namen. Ja, du zahlst im Endeffekt für die Marke. Genau, Erika, wie du sagst, es ist so. Das gleiche wie, wenn ich irgendwie mir Kinderriegel kaufen will. Für Kinderriegel zahle ich wegen mir für eine Packung 2,50 Euro oder 3 Euro. Wenn ich da irgendwie beim Lidl, Aldi oder so bin, zahle ich halt für eine Packung Kinderriegel 1 Euro, 1,50 Euro oder so. Also so vom Prinzip jetzt. Ich habe gerade nicht aufgepasst, ich muss die Gegner hier irgendwie niederballern. Ich weiß gar nicht, ob hier nur bestimmt viele durchkommen können, dürfen. Also es ist wirklich so, also Name ist wirklich eine Sache, wo man einfach mitzahlt. Vor allem die großen Hersteller. Oder bei VW-Konzernen. Bei Seat zahlst du das gleiche fürs Auto weniger als bei VW. Ist so, als gleiche ich zum Beispiel, ich fahre ein Audi. Würde ich sagen, Wunder. Wirklich, es ist bisher, ich habe ein A3 und das ist meiner Meinung nach das beste Auto, das ich jemals gefahren habe. Ich war eigentlich auch immer so ein VW-Fahrer. Ich habe damals in meiner Fahrschule auf einem 5er und 6er Golf habe ich gelernt. Habe dann mir als Erstwagen habe ich mir einen 3er Golf gekauft. Dann hatte ich ein VW Polo, ein neueres Modell, also wo ich ihn gekauft habe. Ich glaube, das war 2015, das war ein 2.10er Modell, den habe ich dann zu Schrott gefahren, weil ich einen Unfall hatte, also gleich direkt einen Totalschadenunfall. Dann hatte ich nochmal einen VW Polo, der mir dann aber leider irgendwann auch kaputt ging, bin ich aber auch selber schuld, weil ich ja mein Auto immer kalt getrappt habe, daher, ja, da hatte ich bei Zeiten größere Motorprobleme und inzwischen fahre ich Audi. Klar, es gehört alles zusammen. VW, Audi, Seat, Skoda, was weiß ich, was da noch alles mit drin hängt. Ich muss sagen, von der Qualität bin ich echt mit Audi brutal zufrieden. Auch innen drin, die Ausstattung, es fühlt sich zwischen dem, was ich habe, alles brutal wertig an. In dem VW hat sich natürlich auch alles schon auch gut angefühlt. Aber den Unterschied merkst du schon, finde ich persönlich. Ist genauso wie mit den PCs. Spec-Tastaturen zum Beispiel kaufen sich da viele Razer, Logitech und zahlen einen kranken Preis, obwohl man günstigere Preise eine relativ gute Tastatur haben kann. Genau, Dark, es ist so. Also, wie du sagst, es ist nicht nur bei Autos zum Beispiel so oder bei PCs. Es sind auch die Zubehörteile allein schon, wie Maus, Tastatur. Ich kann euch mal zeigen, also meine Maus ist jetzt ein bisschen dreckig, keine Ahnung. Der Hersteller heißt Speedlink. Ich habe die Maus damals bei Mediamarkt, habe ich die, glaube ich, gekauft.
Es ist keine Razer, es ist keine Logitech, es ist keine Sennheiser. Ich glaube, Sennheiser macht nur Headsets, wie dem auch sei. Egal. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also es ist keine bekannte Marke, nenne ich es mal. Aber diese Maus, die liegt einfach wahnsinnig gut in den Händen. Und die war jetzt auch nicht unbedingt billig, die Maus, aber mir ging es eigentlich bei der Maus hauptsächlich darum, sie soll mir halt optisch, war jetzt mehr oder weniger zweitrangig, also natürlich schon auch wichtig, aber mir war es am wichtigsten, dass die Maus gut in meiner Hand liegt. Das war für mich persönlich das Allerwichtigste. Und wo ich die Maus eben in den Finger hatte, also ich habe noch nie so eine geile Maus in der Hand gehabt. Von der Tastatur, ich habe von Rocket heißen die, glaube ich. Oder Rocket, keine Ahnung. Habe ich die Vulkan heißt die, glaube ich. Gut, steht hier nicht drauf. Ich glaube, die Vulkan heißt die. Und es ist eine mechanische Tastatur und mit der bin ich echt brutal zufrieden. Ich hatte davor auch eine Rocket. Also ich nenne sie jetzt einfach mal Rocket. Keine Ahnung, ob ich es falsch und richtig ausspreche, egal. Mit der war ich auch schon sehr zufrieden. Das war die Horde Amo, müsste das gewesen sein. Ah, ich glaube, ich Idiot, ich muss Papier hinstehen. Gut, jetzt habe ich es gecheckt. Ich fahre sehr, mein Fahrschulauto war ein VW, aber war totaler Mist. Gut, also ich muss sagen, in dem 5er, 6er Golf, wo ich damals gefahren bin, mit dem war ich eigentlich echt sehr zufrieden. Fand ich, waren schöne Autos. Ich wollte tatsächlich auch unbedingt damals einen Golf GTI haben. Aber, weiß nicht, irgendwann war das eben so. Hund kam. Auto ist kaputt gegangen, mein Polo. Hunde werden immer größer. Benny braucht ein größeres Auto. Dann habe ich mir eben, wie gesagt, in Audi A3 habe ich mir geholt, in Kombi. Gut, ist jetzt jedermanns Geschmack. Viele werden jetzt sagen, boah, wie kann man sich dann ein Kombi holen? Oder doch lieber eine Limo. Aber für die Hunde ist es einfach praktischer. Und ich muss sagen, der A3 ist zwar jetzt nicht der größte Audi. Also meine Freundin zum Beispiel, die fährt einen A4. Und der ist vom Innenraum und vom Kofferraum allein schon deutlich größer. Wobei, im vorderen Bereich macht es nicht mal so viel. Aber der Kofferraum ist beim A4 deutlich größer, beim natürlich auch Kombi. Ich hatte einen T-Roc mit allem Mist, den man nicht braucht. Gut, ich glaube, T-Roc wäre jetzt tatsächlich auch nicht so unbedingt mein Auto gewesen. Was ich auch mal echt cool gefunden hätte, diesen Skoda Superb heißt der, glaube ich. Den fand ich schön, den habe ich mir erst überlegt, ob ich mir den holen soll. Aber wo ich die Preise dann angeschaut habe, bin ich auch echt erschrocken. Also ich habe für meinen A3, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, für den habe ich 13.500 Euro habe ich hingeblättert. 9 Jahre alt, hatte aber nur 73.000 Kilometer, hat einen relativ großen Motor drin, würde ich sagen. Hat einen Haufen Schnickschnack. Das ist der A3 Sportback, habe ich da. Mit Sportpaket Plus. Und ich muss sagen, also, ich liebe mein Auto wirklich. Ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal kaufen würde, weil der Preis ist halt wirklich schon enorm hoch. Wir müssen hier verstärken. 1.500 Euro ist halt wirklich mal eine richtige Stange Geld. Aber Audis sind halt auch tatsächlich sehr wertstabil. Und ich glaube, allzu viel Minus oder so würde ich mit dem jetzt auch nicht machen. Hoffe ich zumindest mal. Also, wenn keine großen Schäden kommen. Was mich nur richtig genervt hat, ich habe den in einem nahezu nagelneuen Zustand gekauft, den A3. Und das Problem, was ich jetzt aber hatte, ich habe letztens, wo ich mein Esszimmer renoviert habe, habe ich einen Fliesenschneider bei mir im Auto transportiert. Ich habe hinten drin Ledersitz in der Mitte. Ja, ich habe natürlich meinen Sitz nicht abgedeckt gehabt. Und
Jetzt habe ich so eine, ich würde sagen, wie so eine Laufmasche nennt man es, glaube ich. Habe ich jetzt in meinem Sitz drin. Und das ist echt alles andere als geil. Bei einem billigen Auto hätte es mich jetzt weniger gejuckt, aber bei dem Auto, das tat wirklich sehr, sehr weh. Du kannst dir vorstellen, wo ich genau 2 Jahre Führerschein bestanden habe. Vor genau 2 Jahren Führerschein bestanden habe. Da wusste ich bei der ersten Fahrt nach der Prüfung nicht mal, wie man die Handbremse löst. Gut, Erika, die Fahrschule sollte eigentlich diese Aufgaben erfüllen, dass du weißt, wie sowas gehen soll. Gut, ja. Also ich habe mein allererstes Auto, wie gesagt, das war ein Dreier Golf. Das war so eine Bon Jovi Edition, stand da drauf. In so einem Grün, so einem richtigen, so einem ekelhaften Dunkelgrün. War an sich echt ein schönes Einsteigerauto. Und dann war das so, mir wurde das als Auto mit ABS verkauft. Und dann gehe ich zu so einem Sicherheitstraining für Aquaplaning. Und dann war das so, da gibt es so eine Latte, die dreht sich und zieht im Prinzip dein Heck weg, damit es dich ins Schleudern bringt, auf nasser Fahrbahn. Somit simulierst du eben, wenn Aquaplaning auf der Straße wäre, wie reagierst du? Natürlich ist es ein Verkehrsübungsplatz, da passiert auch nichts. Das Schlimmste, was passieren kann, du verlierst die Kontrolle über dein Auto und dein Auto dreht sich eben, also überschlägt sich nicht, es dreht sich halt einfach nur. Ist nicht schlimm, fühlt sich sogar ziemlich geil an, muss ich sagen. und da war das so, dann kommt das so ein, nicht Prüfling, aber einer von den Aufsichtspersonen und sagt zu mir, dein Auto hat ABS, hast du gesagt? Ich so, ja, so wurde es mir mal verkauft. Ich war kompletter Fahranfänger. Ich habe noch nicht gemerkt, ob das Auto ABS hat oder nicht. Keine Ahnung, ich war ein totaler Anfänger. Und dann sagt er, dein Auto hat sicherlich kein ABS. Ich so, ich weiß nicht. Keine Ahnung, also so wurde es mir mal verkauft. Und dann sagt er eben so, ja, oder fragt er mich so, ja, darf ich mal mit deinem Auto fahren? Ich so, ja, du, kein Problem. Bin ich neben ran guckt, dann fährt er los. Nee, hat es genauso gewitscht wie ich, also der hat es auch so richtig, wuhu, richtig looping. Und hat er gesagt, dein Auto hat definitiv kein ABS. Aber inzwischen, also mein jetziges Auto, das hat gefühlt jeden Schnickschnack drin. Ob man es braucht oder nicht, ist jetzt mal eingestellt. Aber ja. Das Fahrschulauto hatte nur den Knopf, aber bei meinen Eltern ist noch eine richtige Handbremse drin. Ach so, klar, diese, ich glaube, elektrische Handbremse nennt man das Ganze. Meine hat tatsächlich aber auch noch die normale Handbremse, die man anziehen muss. Aber gut, wenn, ja, wenn es einen Knopf hat, nur zum Reinmachen oder zum Aus, gut, da ist es wieder anders. Was ich mal echt cool fand, ich hatte ein Geschäftsauto, es war so ein Mercedes, ich glaube, ein Vito oder so heißen die. Und das war die coolste Handbremse, die ich jemals hatte. Da konntest du, also, man kennt sie ja nochmal, man hat seine, ich mach mal aus eurer Sicht, Kupplung, Bremse, Gas. Doch ja, müsste passen, also, wie rum ich es gezeigt habe. Und ganz hier drüben, also neben der Kupplung, wo man sein Bein im Normalfall abstellen kann, da hat man ja immer so eine Schräge am Auto. Da war da nochmal ein zusätzliches Pedal und das war nochmal, also wie eine Handbremse, nur dass du die mit dem Fuß anziehen konntest. Und das hat immer voll Spaß gemacht, diese Handbremse oder diese, ich nenne es einfach mal Handbremse anzuziehen. Also das war echt cool. Aber Hauptsache, da war kein Navi drin, was man wirklich, das, was man wirklich braucht. Ja, meine hat noch, meine hat ein Navi drin, also mein A3. Aber, er ist noch ein bisschen auf dem Oldschool-Stand, sage ich mal. Der hat noch CDs drin. Also ich müsste mir da mal eine neue holen, weil ich glaube, meine CD, wo ich habe, ist von 2012. Also ist schon ein bisschen veraltet. Aber, im Prinzip, ich habe eine Handyhalterung, so eine magnetische, wo ich, also, wenn man es mal so sieht, der Bildschirm von meinem Handy ist relativ groß. Es ist ein Full-Display, was ich hier habe.
Das kann ich genauso als Navi benutzen. Ich meine, jede moderneren Autos oder so haben einen USB oder irgendwas, wo ich mein Handy anschließen kann. Zum Laden. Und ich muss echt sagen, ich bin ein richtiger Google Maps Fan. Also ich liebe Google Maps als Navigationssystem. Vor allem die Zeiten, wo da drin auch steht bei Google Maps, die sind halt, finde ich persönlich, einfach brutal nah dran an dem, was du wirklich an Zeit brauchst. Wenn irgendwo ein Stau, eine Baustelle oder irgendwas auf dem Weg liegt, Google Maps zeigt dir nahezu alles gefühlt immer relativ zeitnah an. Problem ist das Internet. Ich habe oft keinen Empfang dort. Gut, das ist natürlich eine andere Sache. Klar, wenn du in einem Tunnel oder so bist, da ist wieder schwierig. Ich bin mal nach Österreich gefahren. Da war ich in, ich glaube, Samnaun hieß, nicht Samnaun. In Nauders. Samnaun ist in der Schweiz, Entschuldigung. Da war ich in Nauders. So am Dreiländereck. Vielleicht kennt es jemand da, wo Österreich, Schweiz und Italien halt alles zusammenläuft. Und da auf dem Weg nach Nauders, wirklich ein Tunnel nach dem anderen. Ich habe auf der Rückfahrt die Zeit gestoppt. Es waren reine Tunnelfahrten, 45 Minuten. 45 Minuten nur Tunnel. Und der längste Tunnel davon ging, ich glaube, eine Viertelstunde ungefähr. Der war wirklich brutal lang. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war wirklich abartig. Und ich glaube, an der Zahl waren es 18 Tunnel so um den Dreh, so wie mich das Navi gelotst hat. Und, oh, also damit Navi ist schwierig. Ich meine, ich hatte Gott sei Dank immer relativ guten Empfang. Außerhalb von der Tunnel. Ich meine, klar, Tunnel geht eh nur in eine Richtung im Normalfall. Da hast du keine Abzweigung oder sonst irgendwas drin. Ja, geht's. Wenn ich über Bundesstraße nach zu Juli fahre, da gibt es zwischen Georgs, Marienhütte und Osnabrück keinen Empfang. Bei uns ist es auch so, wir haben hier einen Ort in der Nähe. So ein richtiger Kaff einfach. Und da hast du auch ums Verrecken keinen Empfang. Ist wirklich so hier alles auf einer Ebene ungefähr. Und dieser eine Ort, der geht wie so ein Tal, so richtig nach unten. Übrigens, wir sind Level 50, geil. Da geht wie so ein Tal nach unten. Und du hast keinen Empfang in diesem Ort. Nach dem Ort, also an der Ortsausfahrt, geht es irgendwann wieder berghoch. Auf einmal hast du wieder Empfang. Also dieser Ort ist wirklich richtig, richtiger Krampf. Ist wirklich eine reinste Katastrophe.